Ja, hu, hier wieder beim Quali und bei The Secret World. Uah. Ja, wir sind hier auf dem Flugplatz, wie man unschwer erkennen kann. Und was das da vorne soll, warum man hier mit einem Seil irgend so ein Teil von so einem kleinen Leichtflugzeug irgendwie hingehängt haben soll und jetzt mit einem Scheinwerfer anleuchtet, das erklärt sich mir noch nicht so ganz. Aber wahrscheinlich ist das alles eine Verschwörung der Illuminaten. Vor allen Dingen, warum ist der Scheinwerfer von hier nicht an? Und hier trotzdem ein Spot. Strange. Okay, wir rufen erstmal wieder unseren Begleiter her. Kitty Cat. Zack, weil ohne Kitty Cat ist halt scheiße, ne? So. Ich habe auch mal geguckt, im Item Shop haben wir noch unsere Bonus Points noch nicht. Schade, sonst hätte ich euch jetzt was zeigen können, aber naja. Wird hoffentlich irgendwann kommen. Wenn nicht, dann halt nicht. Pech gehabt. So, hier Elis Hill. Der hat Quests für uns. Dann machen wir nochmal Startbahnlichter. Nehmen wir an. Wer zum Teufel ist da? Wer sind Sie? Ach, verdammt. Dachte, Sie gehören zu denen. Seien Sie vorsichtiger. Wer sich anschleicht, dem passiert schnell was. Anschlag. Ah, verstehe schon. Man muss damit vorsichtig sein. Verrät viel von der Seele. Und ich meine nicht den Handlesescheiß. Der Handschlag verrät, was man wert ist. Früher und jetzt. Sehen Sie spielen? Schlosserhände. Zum Reparieren. Oder zerlegen. Ganz langsam. Nichts geheim. Alles sichtbar. Für die Insel trifft das nicht so. Wenn man den Nerv hat, tief zu bohren, kommt jede Menge Scheiß heraus. Aber nichts, was ich in meinem Beruf noch nicht gesehen hätte. Sie denken, meine Arbeit wäre nicht gefährlich. Irrtum. Ich weiß, was Leute hinter weißer Farbe so alles verstecken wollen. Der Generator macht Ärger. Am Tag kein Problem, aber nachts... Sie werden mutiger, wenn es dunkel ist, die Meerbestien. Und ich ziele schlechter. Freund und Feind sehen fast gleich aus. Es ist für alle besser, wenn die Startbahnlichter anbleiben. So. Müssen wir jetzt die Flughafenpläne an der Wand begutachten? Okay. Scheint hier so ein Schaltplatz zu sein. Okay. Die Verkabelung im ersten Gang überprüfen. Okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Schneller Propeller. Wir müssen wahrscheinlich da unten rein. Okay. Okay, das Wasser ist voller Elektrizität, da sollten wir da vielleicht nicht rein. Da drüben ist der Schaltkasten. Kann man das da anklicken? Nee, kann man nicht. Also müssen wir hier vorne irgendwie hin. Ah, das hat wehgetan. Okay, also war unsere Vermutung richtig, dass wir da nicht rein. Aber wir können kurzzeitig da reinhüpfen. Ohne direkt zu sterben. Unsere Heilungskräfte. Aber die Kitty muss auch gebraten werden da unten. Ah, Kitty ist hart im Nehmen. Ich schaff das schon. So.
Wahrscheinlich wären wir da drüben schneller fertig gewesen. Oh nein, jetzt wollte ich zu viel. Da wollte ich zu viel. So. Gott sei Dank ist die Wiederbelebung nicht so weit weg. Aber es war schon Dummheit. Diesmal gehen wir auf der anderen. Boah, nein, jetzt liegt der Körper auch da hinten. Gucken, vielleicht kriegen wir den Körper wiederbelebt. Hier draußen, das wäre natürlich cool. Könnte man nämlich dann auf der anderen Seite langlaufen. Na? Gucken wir mal, ob das auch funktioniert. Na, anscheinend nicht. Hier kommt man nicht rein. An der Geisterform dürfte uns das nichts anhaben. Das heißt, wir gehen jetzt auch direkt nach hier oben. Beleben uns hier wieder. Heilen uns dann mal direkt. Das ist jetzt ein bisschen gecheatet, glaube ich, aber so geht's halt auch, ne? Hat uns nur einen Tod gekostet. So, okay. Die Verkabelung. Okay, jetzt ist das Elektro weg. Sehr nice. Verkabelung im zweiten Gang überprüfen. Also hier drüben. Da sind Gegner. Vier Gegner. Die holen wir uns jetzt mal nach und nach hier raus. Skill. Das erleichtert einem das Leben dann doch ein bisschen. So. Wo ist der Schalt? Das Schaltding ist natürlich da hinten, wo die beiden sind. Okay, kann man hier schießen? Kann man nicht. Jetzt kann man. Scheiße, hinter ihm geschossen. Das ist glaube ich gleich schon hinter sich. Komm, das kriegen wir hin. Ein bisschen Heilschüsse noch hinterherhauen. Aber die machen nicht so viel Schaden. So, okay. Heilung. So, beim nächsten machen wir jetzt zuerst den hier. Da ist er schon wieder so schnell raus. Warum? Immer schon direkt, wenn der Schuss losgeht. Drauf. Das heißt, wir müssen den Schuss demnächst besser timen. Okay, hier raus. Schön Granate hinterher. Das schaffst du nicht, Junge. Das ist keine Chance für uns. Sehr gut. Und heilen. Rüber zum Schaltkasten. Ah, unsere XP-Teil ist auch wieder fertig, aber ich glaube, das benutze ich jetzt gerade immer nicht, weil wir haben hier nicht so viele Gegner. So, da hinten ist noch einer. Den holen wir uns auch noch. Gucken wir mal, ob da die Taktik hier jetzt mit dem etwas nach vorne. Ja, die scheint ganz gut zu fruchten. Jetzt muss er nämlich komplett da durch. Jetzt ist er wieder schneller. Jetzt gibt er erstmal so eine Granate ab.
Granate. War nicht mehr nötig. Aber hat uns nochmal Erfahrungspunkte gebracht. Okay. Hier drüben geht's weiter. Okay, hier ist Giftwasser. Aber anscheinend nicht überall. Kommen wir hier durch? Kommen wir da durch? Ja. Okay, und hier gibt's Schübe. Ich muss mal schnell gucken, dass wir durchkommen. So. Das ist der Schaltkasten. Das ist natürlich da hinten. Wo ist der? Da drüben? Oder was? Ah. Okay, dann schnell hier. Hüpp. Hier rum. Hier scheint wieder keins zu sein. Dann hier rum. Okay. Wie kommen wir jetzt gut zurück? Drüben lang wahrscheinlich. So. Dann hier hoch. Hup. Ah, schnell da durch. Ah, ah, ah. Ah, puh. Heilung. Und das mit dem kleinen, das kleine Stück, da müssten wir eigentlich auch dann überstehen können. Aber es zieht schon ordentlich. Habt ihr ja gesehen. Mal jetzt schnell hier durch. Komm, und hüpfen und schneller. Komm, hoch, hoch. Ja. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, aber so klappt's. Wenn man jetzt hier keinen Heiler spielt, dann ist das echt nervig, weil du dann nicht wieder hochheilen kannst. Dann musst du echt lange warten, bis das dann wieder funktioniert. So, hier können wir nicht durch. Da drüben vielleicht. Gibt's ja auch noch einen Eingang. Ja, sieht gut aus. Da sind wieder die Bäumel. Da geht's nicht durch. Vielleicht dann hier so außen rum. Aber dafür müssen wir jetzt erst den Typen platt machen. Hoffentlich triggern wir nicht beide. Natürlich triggern wir beide. Das ist so klar. Also ja, dann mal hilf uns mal ein bisschen. So. Den haben wir jetzt gleich schon. Sehr gut. Granate hinterher. Ja, sehr gut, der heilt uns mit dem Schild. Perfekt, danke dir. Ist er schon wieder raus? Was ist der denn? Er hat uns noch eine Heilung dagelassen, ist noch verschwunden. Okay. Hier ist noch einer. Nicht vergessen. Noch was zu schießen. So ein Heilungsschuss. Ja, der Heilungsschuss macht nicht so viel. So, jetzt müssen wir Bauduma-Schrand, ja. Hier sollten wir nicht sein, ich weiß. Oh. Was? 47.000? Nee, Leute, das könnt ihr vergessen, da kommen wir nicht lang. Da muss es noch einen anderen Eingang geben. 47.000 Leben, da kommst du nicht im Leben. Jetzt wissen wir auch, warum wir uns da nicht hinbegeben sollen. Ja, der Typ da ist jetzt neu gespawnt. Komm, schieß, schieß. Schieß, schieß, schieß. Schieß, schieß, verdammte Kacke. Ah,
toll. Total versemmelt. Toll zu Ali. Warte. Jetzt müssen wir langsam abbiegen. Okay, also es muss irgendwo anders hier reingehen noch. Aber wo? Aber wo? Gibt's da vorne noch einen anderen Eingang? Hier gibt's noch einen Eingang. Jo, hätten wir früher wissen können. Da ist er auch schon wieder am Kämpfen. Helfen wir ihm mal ein bisschen. Da können wir gerade nicht. Ey, warum kann ich das da nicht hinmachen, das Scheißding? Komm, gemeinsam kriegen wir ihn schneller rum. Granate! Jo! Läuft. Haben wir irgendwie was für den Kopf gefunden? So, jetzt müssen wir wahrscheinlich was warten. Ja, bis der da weg ist. War da vorne nicht noch ein Gegner? Dann können wir den in der Zeit noch platt machen. Da ist noch einer, siehst du. Schieß. Granate. Und haben wir ihn besiegt. Jetzt können wir es bestimmt benutzen, jawohl. Sehr gut, sehr gut. Wo müssen wir jetzt hin? Auf die Karte gucken. Ah gut, diese Karte bringt uns jetzt noch nicht so viel. Hier raus. Da hinten hin. Jetzt sind da irgendwo ein Eingang. Da läuft auf jeden Fall so ein Riesengolem rum. Hier. Bestimmt da außen rum. Aber ist da nicht dieses Riesengeländeteil? Ah, hier noch nicht. Okay, nur da vorne. Okay. Hier gab es ja einen Ausgang, wo wir gerade waren. Das heißt, wir können da locker durch. Hier. Dann hier rum. Da vorne hinter den Steinen müsste. Hoffentlich kann man hier rüberspringen. Ja. Okay, kann man nicht. Kann man hier irgendwo rüber? Wow, ich fliege. Nice. Komm, das muss doch möglich sein, hier rüber zu jumpen. Oder müssen wir jetzt ganz außen rumlaufen? Ah, seht ihr? Ah, perfekt, perfekt. Hier durch. Müsste ja eigentlich alles von Gegnern befreit sein. Und der ist doch, der Typ hat doch dann gleich dieselbe Quest gemacht wie wir auch. Generatorraum. Hier. Yeah. Da ist er doch, der Typ. Verschwindet jetzt. Und überlässt uns unserem Schicksal gegen diesen riesen Golem da. Weil er ist nicht, der hat nicht so viele Leben. Okay, komm her. Verlangsamt. Aber der kriegt jetzt auf jeden Fall mal eine Granate ab. Wo läufst du denn hin? Bleib mal schön hier. Jump, jump. Und weg.
Chance gegen uns. Wo bist du denn jetzt hier schon wieder? Warum bist du denn nochmal hier? Verschlagene Leiche. Jetzt direkt noch ein Quest. Ring haben wir gekriegt. Der Flughafen ist ein wichtiger Zugangspunkt. Wenn jemand kommen und gehen will, erfahren wir jetzt davon. Allerdings fragt man sich schon, ob es überhaupt genügend Generatoren... Okay, der greift uns nicht an. Okay. Generatoren auf der ganzen Welt geht, um die Geheimnisse von Kingsmith zu durchdringen. Es fühlt sich eher an, als würden wir in völliger Leere einzelne Kerzen anzünden. Jede neue Flamme macht die Dunkelheit um uns herum noch deutlicher. Aber wir bleiben hartnäckig, wir zünden auch Tausenden an, falls nötig. Eher brennen wir die ganze Insel in einem Feuersturm der Enthüllung nieder, als dass wir zulassen würden, ihre Wahrheiten nicht zu erfahren. Okay. Der ist um einiges besser als den, den wir jetzt haben. Können wir den schon tragen? Erfordert Talisman 2. Erfordert Kopftalisman 2. Okay, gut, dass wir 5 Punkte haben. Ich hoffe mal, das reicht. Kopftalisman 2. Und große Talisman 2. Ja, dafür kann man sich immer ganz gut aufsparen für solche Sachen. Ja, ich möchte den ausrüsten. So. Ein bisschen aufräumen, ein bisschen. Für brauchbar. Benzin für den Flammenwerfer. Was ist das denn hier? Pistolenressourcen, dann braucht doch kein Schwein. Also ich jetzt nicht. So, in der Nähe von Alice Hills nach Hinweisen suchen. Also müssen wir wieder zurück zu dem Kerl. Von hier raus. Hier kommt man nicht raus. Und dann da wieder raus. Ne. Also müssen wir wieder... den Weg, den wir gekommen sind, wieder zurück. Hinten über den großen Stein. Ich komme von dieser Seite da auch wieder hoch. Hier so. Hup. Ah, come on. Nicht dein Ernst. Das sieht doch so aus, als ob man da hochkaufen könnte, aber kann man anscheinend nicht. Na gut. Dann von hier. Okay, von hier geht's. Okay, alles klar. Läuft. Und hier runter. Scheiße. Der Schaden ist schon deutlich erhöht, wenn wir schießen. Vor allem jetzt mal eine Granate abfeuern. Ja, die Granate macht gut Schaden. Passt. Aber der hat uns jetzt auch ganz gut gecached hier. Der war eben nicht da. Da hat wohl der andere Typ eben für uns platt gemacht. So, den holen wir uns jetzt auch. Beziehungsweise kommt besser nicht, er wird da hinten stehen und möchte ich abschießen können. Granate! So haben wir nicht gewettet. Jetzt steht da schon wieder einer drüber. Vor der Tür, durch die wir raus wollen. Komm her. Hier musst du ja runter. Jetzt wird er schneller. Jetzt kriegt er die Granate erstmal umhauen. Das war gut. Das war gut, das war gut, das war gut.
Das war gut, das war gut, das war gut. Ja. So, jetzt müssen wir hier nach Hinweisen suchen. Ich dachte zuerst, der Zombie kommt hier durch, aber... Ja, guck mal, der Hinweis ist sofort in Gelb. Okay, an den Dreckspuren folgen. Führen hier raus. Zum Auto. GPS-Gerät untersuchen. Na. Okay. An der Radstrecke nach verdächtigen Aktivitäten suchen. Das ist doch hier, wo der Junge ist mit der coolen Mucke. Dann mal los. Dum 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 dum. Die Musik ist übrigens auch sehr stylisch. Ich finde die Musik auch sehr gut hier. Gut gemacht. So, wir müssten jetzt eigentlich hier quer rüber. Das würde, glaube ich, die ganze Sache abkürzen. Wo sind wir jetzt hier? Müssten wir aber quer über den Schrottplatz. Ich glaube, das ist nicht so geil, wo wir hier die ganzen Schrottgolems da haben. Ich glaube, da sind wir im Endeffekt schneller, wenn wir uns außen rumlaufen. Und dass wir uns mit denen besser noch nicht so richtig gut anlegen, haben wir ja auch schon gesehen. Also wir kriegen wohl einen nach dem anderen platt, aber die sind ja da wirklich in Massen. Wir könnten eigentlich nochmal einen töten hier. Hier den so, zack. Ja. Okay, dann besser nicht. Das ist nämlich die halbe Dauer von dem Ding schon vorbei. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann noch einen Skill kriegen, den die Dauer von dem Dingen auch reduziert. Ganz schön laut die Vögel draußen hier bei mir. So. Suchen wir mal nach Hinweisen beim Danny. Danny hieß der doch, ne? Der kleine Junge mit dem der Vorliebe für diese komische Dame, auf die wir auch reingefallen sind. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Die mit dem Teddy. So, hier müssen wir irgendwo nach Hinweisen suchen. Wieder die Standardvariante in die Mitte. Hinweisen suchen. Ah. Ja, sehr auffällig. Alice Hill, Mechanic. Okay, der sieht dem Alice Silbermann gar nicht ähnlich. Du lässt mich in Ruhe. Finde ich gut, dass du mich in Ruhe lässt. Dann lasse ich dich auch in Ruhe. Lauf mal wieder zurück zur Straße. Und sende mal meinen Bericht ab. So. Alice Hill ist nicht Alice Hill. Aha, das habe ich auch schon festgestellt. Wir haben es mit einem Mann zu tun, der die Kunst der Irreführung zu schätzen weiß. Und er geht sogar so weit, dafür zu töten, indem er sich verbirgt. Enthüllt er seinen Charakter klug, geheimnisvoll, falsch. Er ist kein Templer. Die haben von Täuschung keine Ahnung. Er ist kein Illuminat. Kingsmith ist keine Stadt, die sie infiltrieren müssten. Wir glauben, dass er ein Phönizier ist. Ein geheimer Meereshändler. Wir sorgen dafür angemessenes Chaos auf den Sie sorgen für angemessenes Chaos auf den Ozeanen. Sind allerdings durch ihre Fixierung auf das Materielle doch stark eingeschränkt.
Ja, das haben wir auch schon vermutet, weil da war ja auch dieses Wissensding von den Phöniziern. Das muss ja auch irgendwie einen Grund haben, warum das da rumhängt. Weil der Reste, der am Flughafen rumhängt, waren ja Orangri-Leute. Und von denen war das, ich weiß nicht, die waren jetzt ja bis jetzt nicht so geheim unterwegs. So, wir haben nochmal Punkte bekommen. So, haben jetzt 9 Kraftpunkte. Davon sollten wir hier einiges bekommen. Was haben wir denn hier? Wir haben die Schwachen ausnutzen. Das kaufen wir uns doch mal direkt. Hat das Ziel den Status behindert? Machen wir jetzt hier behindert mit dem Ding oder beeinflusst? Beeinträchtigt, ne? Okay. Ist aber egal, nehmen wir trotzdem. Erhöht direkten Schaden und Heilung von Faustkräften. Ist auch immer gut. Nehmen wir mit. Dann haben wir noch 2 Punkte. Und für die 2 Punkte kriegen wir nichts mehr. Schaden und Heilung von Faustkräften erhöhen. Entsichert nehmen wir gar nicht mehr, ne? Was ist das da? Also können wir das raus. Dann kann dafür jetzt das Raubtier rein. Schwache ausnutzen. Salvenangriff ist auch mal besser als ein Angriff, glaube ich. Dreimal treffen. So. Und Killerinstinkt. Jedem Treffer läuft ein Killerinstinkt hoch. Erhöht sich die direkt schon um 1% pro Zählereinheit. Ja, aber wir machen nicht so viele Treffer hintereinander. Ich glaube, das ist eher für jemanden, der so auf diese Salvensachen setzt. Und da haben wir jetzt zwar diese eine für den Nahkampf ausgerüstet, aber das ist normalerweise schießen wir ja auf die Leute. Wir könnten die Salvenkraft wieder nehmen, aber nee. Das läuft so. Also die Taktik, die wir jetzt so gerade drauf haben, ist ganz okay. Einzelangriff aus dem Ziel behindert, okay. Alpha Wolf. Wildes Herz verbraucht alle Faustressourcen. Einzelangriff, körperlicher Schaden abhängig von der Anzahl der verbrauchten Ressourcen. Gewährt den Effekt wildes Nachwachsen, wodurch ihr nächster Faustressource sie um 8 bis 43 heilt. Okay. Und das hier unten, immer wenn sie auf ein Ziel mehr als 80% ihrer Maximalgesundheit erhalten, sie einen positiven Effekt. Jo. Okay. Also wir brauchen jetzt noch 7, 14. Das haben wir ja geholt. 21 Punkte. Damit wir auch den Ring voll haben. Ich müsste eigentlich aber mal gucken. Normalerweise bekommt man so ein Gimmick, wenn man hier einen Mantel, wenn man so einen Zählerkreis voll hat. Hier, Frontsoldatenjacke. Guck mal. Yeah. Die oder den Hoodie, Leute? Ich glaube, ich laufe jetzt erstmal eine Weile mit der rum. Sieht ganz nice aus. Ups. Und damit entlasse ich euch aus dieser Folge. Danke, dass ihr zugesehen habt. Have fun, euer Quali. Tschüss.